Moin Leute, herzlich willkommen bei Whisky Gold. Heute habe ich euch ein Artback mitgebracht und es ist tatsächlich seit langer Zeit mal wieder, dass ich mich auf ein Artback freue. Nach diesen ganzen Durchschnittsabfüllungen, die da von Artback kamen. Ich kann es leider nicht anders sagen, mich haben sie tatsächlich nicht vom Hocker gerissen. Und hier habe ich jetzt ein Artback mit 15 Jahren. Oder 16 Jahre, da kommen wir gleich drauf. Von unabhängigen Abfüller Malts of Scotland. Genau, das habe ich ganz vergessen. Gegründet 2009 vom Thomas Evers. Ja, und wie das bei den Unabhängigen so ist, da findet man ab und an immer kleine Schätzchen und somit auch diesen hier. Ja, zu Malts of Scotland, die haben vorher mit ganzen Fässern gehandelt, als sie angefangen haben. Mittlerweile ist es so, dass sie tatsächlich einzelne Flaschen anbieten können. Und die beziehen ihre Fässer aus 90 unterschiedlichen Destillen, also haben ein relativ breites Spektrum. Und haben als unabhängiger Abfüller auch mehrere Auszeichnungen erhalten. 2013 und 2014 waren sie, glaube ich, Independent Bottler of the Year. Also da ist ja so einiges bei. Ne? Diese Flasche habe ich jetzt hier von Peter bekommen, vom Whisky Turntable. Hallo Peter. Vielen Dank für die wunderschöne Flasche. Ich hoffe, du kommst mal wieder rum und wir trinken mal wieder einen Dram zusammen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, zu der Flasche hier. Design. Nicht hässlich, nicht schön. Relativ durchschnittlich. Vielen sind die vielleicht auch schon bekannt. Ne? Weiß ich ja nicht. So. Korken auch mit ihrem eigenen Emblem, eigenes Etikett, alles. So, gereift ist dieser hier jetzt im Sherry Butt. 54,8 Volumenprozente. Fassnummer 16.600, abgefüllt 2000, Entschuldigung, abgefüllt 2016. Welcher Monat, schreiben Sie nicht drauf. Er könnte 15, er könnte 16 Jahre alt sein, je nachdem, wie auch immer. Wir gehen jetzt mal von 16 aus. Obwohl, würde gar nicht gehen, ne? Wahrscheinlich unwahrscheinlich, eher 15 Jahre. Flaschennummer 382 von 540, alles handnummeriert. Ja, und Malts of Scotland kommt aus Paderborn. Abfüllungen sind nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, es ist eine Single-Cask-Abfüllung. Ob hier jetzt First Fill, Second Fill oder was auch immer Fässer benutzt wurden, schreiben Sie nicht drauf. Einfach nur Sherry Butt. Laut der Farbe zu urteilen, fällt sehr dunkel aus, also ich kenne keinen Artback, der so eine Farbe hat. Fallen alle doch deutlich heller aus, der Ugedei oder Corrie. Und der Tan passt da ja ganz, der ist ja richtig hell. Es könnte ein First Fill sein. So, Preis, festhalten, 180 Euro für so eine Flasche. Ob es die wert ist? Ich wage es zu bezweifeln. Aber für ein Artback, zumindest von den Eckdaten, was man hier bekommt, wird schon was richtig Gutes sein. So, ich habe jetzt zwei Gläser. Ich wollte mal einen bisschen runter verdünnen auf ein paar Tropfen. Mit ein paar Tropfen. Ich habe heute irgendwie leichte Sprachprobleme. Ich habe noch keinen sitzen. Ich habe noch keinen genommen heute. Das ist mein erster. Ich höre mich heute vielleicht so ein bisschen nasal rein. Ich hatte die letzten Tage so ein bisschen dichte Nase, aber es geht schon wieder. Zum Verriechen reicht das aus. So, meine Pipette habe ich hier. So, dann wollen wir erstmal gucken. Ist nicht so viel eingeschenkt, sollte reichen. Bin ich mal gespannt. Puh, eieiei. Würde ich es nicht wissen, würde ich nie erkennen, dass es ein Artback ist. Ganz ehrlich. Gleich die erste Nase. Ganz anders durch dieses. Ich vermute mal, das liegt einfach an diesem Sherry Butt. Tja, Fassstärke.
Alkohol ist aber gut eingebunden. Sehr schwer, sehr süß. Deutlich präsenter Rauch, aber nicht so extrem, wie wenn man jetzt einen Ten oder einen Corrie hat. Kommt dem Ugedai schon ein bisschen näher. Viel Sherry. Trocken Früchte. Sehr intensive Nase insgesamt. So, ich werde hier mal ein paar Tropfen Wasser hinzugeben. Da habe ich den jetzt eingeschenkt. Und dann werden wir ihn einmal unverdünnt probieren. Mal gucken, ob da jetzt so ein großer Unterschied ist. Ja, jetzt wird er insgesamt deutlich sanfter. Jetzt kommt so ein bisschen mehr die Schokolade raus. Leichte Nussaromen. Und diese Trockenheit, die verblasst so ein bisschen. Ohne Wasser finde ich ihn besser in der Nase. Das liegt einfach daran, weil ich es intensiver mag. Ne? So, ich probiere den jetzt erstmal. Trotz dass er verdünnt wurde, ich schätze mal so auf 50, sehr kräftig, sehr würzig, sehr starker Rauch jetzt, starker Rauch und extreme Trockenheit auf der Zunge, ihr merkt so ein bisschen, ich kriege so ein bisschen leicht Tränen in die Augen bei der Stärke jetzt und ich denke mal, ich habe ihn so auf 50 runtergekriegt, hoffe ich doch. Trotzdem ist er sehr intensiv, sehr massiv. Jetzt kriegt er zartbitter Kakaoschokolade. Viel Rauch, jetzt wirklich. Als Vergleich. Ja, ich hangel mich jetzt mal an den drei Standards von Artback. Vom Rauch her. Könnte so ein Ten sein. Von der Süße ist es dieser Ugedai und die Trockenheit hat er, der wird sich, Entschuldigung, von dem Cody Recken. Also man könnte sich da von allen Facetten so ein bisschen was rausziehen, aus allen dreien. Jetzt wird er sehr salzig. Würzig. Erstaunlich starker Rauchantritt, also es hätte ich gar nicht erwartet, weil in der Nase kam überhaupt nicht so viel. Ne? Ich wollte noch einen Schluck Wasser. Speichelfluss und zeitgleich diese Trockenheit. Ja. Heftig. So, dann wollen wir ihn jetzt einmal in Fassstärke probieren. Mal gucken, was dann passiert. Der Sherry richtig kräftig durch, das Sherry-Fass. Auch wieder so ein Kerl, den man stehen lassen muss, ne? Tja, und jetzt werdet ihr vielleicht euch fragen, ja, Brennerei-Charakter, Artback, Eiler, ist schwierig, könnte ich gar nicht zuordnen. Also in der Nase null zu erkennen, dass es ein Artback sein könnte. Für mich zumindest nicht. Vom Geschmack her, wie gesagt, von allen drei so ein bisschen was. Ne? Man könnte mal Vermutungen anstellen, dass es irgendwie in irgendeiner Richtung geht. Aber ist schon sehr sonderbar.
Eine Würze schon wieder. Prickelnd. Scharf. Das ist eine Drecksau. Richtig dreckig kommt der. Wenn man ihn jetzt nicht verdünnt, ist er viel öliger auf der Zunge. Überlegt den ganzen Mundraum, vor allem die Zunge. Extrem salzig, extremer Rauch. Bitterkeit, Trockenheit. Es wird da so ein bisschen ja, Pflaumenmus-Marmelade im Abgang. Spürt man die so ein bisschen. Hey, das ist ein komplexes Teil, ne? Und Arschfurz trocken. Also der ganze Mund ist trocken. Ich krieg richtig Durst. Ich krieg Brand. Als hätte ich gestern gesoffen und hätte heute einen Kater. Puh. Und Rauch. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich finde ihn unverdünnt besser. Allein schon diese Öligkeit und die Süße ist deutlich präsenter. Trocken ist er in beiden Fällen, da nimmt er sich nichts. Der Sherry ist auch relativ in beiden Fällen gleich zu spüren. Aber unverdünnt gefällt er mir irgendwie besser. Er ist rotziger, dreckiger. Kommt noch viel besser. Ja, schönes Teil. Ne? Wenn ich den jetzt mal neben die drei Standardabfüllungen halten dürfte, würde ich sagen, der hier ist es. Ja. Bietet einfach einem viel mehr. Aber er passt einfach nicht in die Range rein. Ne? Das ist einfach mal ein bisschen was anderes. Und zu diesen ganzen Oriverdes, Perpetums und wie sie alle heißen, da können die nicht mithalten. Allerdings muss ich auch sagen, 180 Euro würde ich für diese Flasche nicht ausgeben. Es ist einfach zu viel, es ist zu teuer, es steht zu keiner Relation. Dafür ist er nicht so überragend, dass er das Geld einfach wert ist. Für 180 Euro würde ich mir dann deutlich doch einen anderen Whisky zulegen. Aber er ist sehr, sehr gut. Schmeckt mir sehr gut. Halber Preis und dann wäre ich dabei. Ja, was hatten wir? 540 Flaschen. Wahrscheinlich schon alle weg. Ich vermute mal, wenn dann kostet er jetzt wahrscheinlich 200 oder noch mehr. Aber da wird es dann wahrscheinlich in absehbarer Zeit wieder andere Abfüllung geben oder mit anderem Alter oder andere Fässer, wie auch immer. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hier dürft ihr, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.